Guten Morgen, Kollegen und Menschen der Welt. So, heute ist der 13., ich glaube Dienstag. Man verliert ein bisschen so das Gefühl für die Tage. Heute will ich euch das hier zeigen. Die Türen sind schon längst montiert und bezahlt. Aber das Problem war, dass die Zierbekleidung nicht gepasst hat. Das liegt daran, dass die Wände alles andere als gerade sind. Das sieht man vielleicht hier. Auf jeden Fall an der Fliese sieht man, dass sie so ein wenig schräg läuft. Und an der Kante hinten sieht man das auch, dass da so ein paar Wellen drin sind und so. Das ist nicht nur die eine, sondern alle. Manche hat man ausbessern können, andere halt nicht. Hier in dem Fall hätte man da, keine Ahnung, 3-4 cm Putz überall hinmachen müssen und dann kommt die nächste Wand und dann passt es auch wieder nicht. Also es musste leider so bleiben. Dann hat hier die Zierbekleidung natürlich nicht mehr gepasst. Die Standard-Zierbekleidung musste ich eine mit verlängerter Feder kaufen. Hier sieht man das zum Beispiel an der Zargewut. Also das ist im Wasser, unten liegt es an. Damit es im Wasser ist, hat man dann oben dann so einen Spalt. Das müssen wir dann mit Silikon oder irgendwas dann ein bisschen vertuschen. Ja, das sind beide Türen. Aber hier im Bad, da kam dann noch schöne dicke Fliese drauf. Und ja, es passt nicht mehr zusammen. Und wir wollen hier die Sockel endlich montieren. Dafür sollte das dann schon dran sein, damit es alles ordentlich aussieht, dass man die sauber zuschneiden kann. So, dann bringe ich euch kurz in das Zimmer, wo ich die Zierleisten aufbaue. Und ja, so sieht es leider aus mit der Wand. So, das ist die eine, die ich schon vormontiert habe. Eigentlich ganz simpel, da kommt ein bisschen Leim drauf an den Stoß, dann wird es da oben verschraubt, ist ruckzuck fertig, eine ist fertig, ist auch schon getrocknet, an der zweiten will ich das euch ein bisschen zeigen. Das Wetter ist heute Gott sei Dank ein bisschen besser, das muntert auf und ja, also ich zeige euch das jetzt. So, also ich zeige euch das hier nochmal. Da sieht man hier gerade den Unterschied zwischen der Standardfeder und der verlängerten Feder. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum hast du nicht eine Zarge mit einem anderen Maß genommen, hin und her. Also das hätte ich natürlich gemacht. Aber das, so wie ich das weiß, sind ja so wie das Mauerwerk ist, weiß ich, 15er, 20er und so weiter. Also da gibt es relativ große Sprünge. Der Verstellbereich, wie man hier sieht, sind 17 mm. Und das hat einfach nicht hingehauen. Also ich habe gewusst, dass es wahrscheinlich Probleme gibt. Und ja, es hat aber nicht gelangt. Die Maße haben einfach nicht gepasst. Jetzt habe ich halt die verlängerte kaufen müssen. Ja, fast so teuer wie die komplette Zarge. Aber ja, es muss einfach sein, damit es ordentlich ist. Und ja, dadurch, dass die Wände nicht gerade sind, wird es nicht 100% ordentlich, aber es wird besser. So, zumindest hat man eine komplette Zarge dann. Okay, also, das ist das. Hier hinten ist die Montage, ganz einfach. Ich habe ja schon mehrere zusammengebaut, ein bisschen Leim an den Stoß hin und dann wird es da verschraubt. Man muss halt darauf achten, dass es dann eben ist. Man sollte eine ebene Unterlage haben, habe ich eigentlich hier. Der Boden ist eben, Karton geht so, aber man muss es halt ein bisschen hindrücken und so und dann passt es. So, also. So, das mache ich hier mal auf. Dann ist ein Bild natürlich drauf, dass man kein Messer benutzen soll. Das machen wir aber trotzdem. Ich kann es ja nicht
aufhalten. So ist es auf jeden Fall besser. Ich mache das so, die Metzger, Jäger, was ich kenne das, wie beim Häuten. Auch ein kleines Holz rein. Dann hebt man das einfach hoch. Mit zwei Fingern und schneidet. So habe ich es auf jeden Fall vom Onkel und so gelernt, die mal geschlachtet haben. Dann haben wir ein bisschen die Haut angehoben, innen alles drauf bleibt. Und so mache ich das hier auch noch. So. Wenn es zu tief geht, braucht man sich nicht beschweren, dann ist halt die Farbe hin. Und ja, das ist Vorsicht auf jeden Fall angebracht. Natürlich die Nut nach innen. Aber jetzt seid ihr alle Handwerker. Ihr wisst ja nicht, wie das geht. Wahrscheinlich habt ihr das öfters gemacht als ich. Wer weiß. Jetzt brauchen wir die Schräube. Also, heute ist schon Dienstag der 13. Das heißt, wir sind schon eine Woche lang hier. Man denkt immer, man hat nichts gemacht, aber leider kann ich ja nicht alles filmen, euch alles zeigen. Das ist sehr zeitaufwendig, die Aufnahmen, das Hochladen. Wenn ich da den ganzen Tag aufnehmen würde, also dann würde ich gar nichts mehr machen. Hätte ich nichts zu filmen, weil ich nichts anderes machen könnte. So, machen wir ein bisschen Leim drauf. Nicht zu viel. Wenn es überfüllt, kann man das in einem feuchten Lappen wegmachen. Hauptsächlich hier auf der Farbseite natürlich. Auf der anderen Seite, das kommt ja eh Richtung Wand, das interessiert ja keinen. So, ich guck mal, dass ich das euch kurz in die Kamera hebe, damit ihr seht, wie viel ich da drauf gemacht habe. Ob das so richtig ist oder nicht, das weiß ich nicht. Bisher hat es gelangt. Und über die Wollen ist nicht zu viel. So, ich stehe nicht hinter der Kamera, ich hoffe, ihr könnt es dann sehen. So. Dann richtet man das gleich richtig aus, dass da keine Kante übersteht. Dass die auch schön passen. Machen wir das da rein. So sieht es aus. Dann zieht man hier das Schäuble fest. Das zieht beide Teile zusammen. Und dann sitzt es. Ich hoffe, von der Kameraeinstellung sieht man mich jetzt beim anderen Video mit diesem IKEA-Schrank. War das eine richtige Katastrophe, aber ich bin kein Profi. Haben wir jetzt so einen Dreifuß gekauft. Was ich für Ausgaben habe wegen euch, das ist ja unvorstellbar. So.
das fest. Ich hoffe, ich bin auf der Kamera drauf. Handfest, wie man so gut sagt. Ein bisschen leiden immer, aber minimal. Wie gesagt, es braucht eine Weile, bis es trocknet. Also man hat genügend Zeit, um es sich dann anzugucken. So, dann prüfen wir. Fühlen wir mal auf der anderen Seite, ob das eben ist. Ist okay, fühlt sich gut an. Mal, ob noch was geht. Ist fest. So. Das gleiche auf der anderen Seite. Ja, also auf jeden Fall habe ich, für die, die es nicht wissen, habe das meiste aus Deutschland mitgebracht, weil wenn man ja nicht hier lebt, dann kennt man nicht jeden Laden, man weiß nicht, wo man was hergeht, dann hat man 4 oder 5 Wochen Urlaub und dann sich alles angucken, aussuchen, Farbe, das, das ist eigentlich unmöglich zu machen, weil man ja eigentlich auch an der Baustelle was zu tun hat. Ich sag mal, das ist jetzt der dritte oder vierte Urlaub, wo wir beschäftigt sind. Ein Urlaub war komplett nur Abriss. Und ja, zweimal renoviert. Jetzt ist das meiste gemacht. Und es sind Kleinigkeiten noch. Gerade die paar Innentüren, die Sockel, die da fehlen, die Radwegentüren, dann Möbel komplett, wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, wir haben nur Möbel im Gästezimmer. Und ja, jetzt durch den zweiten Schrank haben wir wenigstens mehr Klamotten zur Hand. Ach shit. Die ein bisschen fester anziehen sollen, bevor ich hier rummache. So, das ziehen wir so ein bisschen an, bevor wir dann nur rumdrücken und es wieder rausfällt. Ja, also das ist auf jeden Fall schwierig, hier sich das Zeug zu suchen und dann noch. Und deswegen haben wir in Deutschland uns alles rausgesucht, was uns wie es uns gefällt. Und der Nachteil war natürlich, dass wir es dann herbringen muss. Aber nichts, was nicht geht, kauft man sich einfach einmal ein Burrito, stopft den voll, 2-3 Mal und fährt alles hier runter. Und wenn es dann irgendwas nicht klappt, wie hier mit den Zarben, muss man es halt beim nächsten Mal mitbringen. Und also 10 Minuten, eine Viertelstunde hat man Zeit, das alles wegzuwischen, bevor es trocknet. So, dann machen wir gleich den Deckel wieder drauf. Und so, das war's schon. Also, kurz und schmerzlos, ein paar Minuten hat es gedauert. Weiß nicht wie lange, 5 Minuten, 10 Minuten. Jetzt lassen wir das trocknen, das andere ist schon längst trocken. Lassen wir das trocknen und dann bringen wir das rüber. Machen da auch in die Nut ein bisschen Leim rein. Und ja, Wasserwaage besorgen, dass es dann auch alles schön im Wasser ist. Beziehungsweise, ich zeige euch mal kurz was. Ich weiß nicht, ob wir es wie da machen oder. Also, ich bringe euch mal schön rüber. So, das wollte ich euch zeigen hier, an der Türe zum Beispiel. Hier ist alles schön wunderbar
Vom Spalt her passt es wunderbar. Und dann seht ihr schon von hier, da unten, da passt schon gar nicht. Also wenn ich hier angefangen hätte, da seht ihr, da ist es richtig breit. Und hier ist dann normal. Also die Wände, die sind komplett Katastrophe gewesen. Und entweder mache ich so wie hier und drückt es einfach hin, damit ich keinen so großen Spalt habe. Und man sieht es dann halt am Aufgesteckten, dass irgendwas nicht passt. Oder ich muss so wie beim anderen halt einen Spalt lassen und dann den irgendwie mit Silikon oder so vertuschen. Aber vielleicht wird es ja von der Seite, wo wir es hinmachen, nicht ganz so schlimm. Und dann, ja, lassen wir uns überraschen, das sieht man erst später. Gut. So, Kollegen. Also, ich filme gerade aus der Toilette raus. Ihr seht, habe ich hier die Zierbekleidung schon drauf. Es ist gut geworden. Man sieht, die Übergänge sind okay. Ein bisschen verschmiert vom Leim, aber das kriegt man gleich raus. Vom Spalt her auch sehr gut, aber das ist ja eine kleine Wand und die großen Fliesen helfen natürlich, die Wand gerade zu machen. Schmaßlich also gut geworden, schön gleichmäßig, aber das war natürlich auch von der Wand her viel besser. Mal gucken, wie es beim nächsten wird. Da habe ich hier schon alles in den Flur gebracht. Hier liegt es schon bereit. So, das haben wir ja vorhin zusammen montiert. Hier habe ich mir einen Hammer natürlich wieder beim Vater in der Werkstatt geholt. Ich hatte beim Montieren von dem anderen keinen. Da tut mir jetzt die Hand weh. Ich hatte keinen gepolsterten mit einer schönen Oberfläche. Da habe ich einfach so einen schönen schweren alten genommen und ein bisschen von einem Trittschal und Kabelbinder. Natürlich habe ich auch keinen großen Kabelbinder gehabt. Dann ein paar kleine zusammengesteckt und mit dem lässt sich das bestimmt viel einfacher reinschlagen. Also, jetzt brauche ich meine Assistentin, die muss hier schön heben. Dann mache ich den Leim auf die Feder drauf und ja, dann stecken wir die auf, klopfen das rein, dann wird's hoffentlich gut aussehen. Da gibt es nichts zu rissen, ein bisschen was drauf hat. Ich mache das oben drauf, aber so ein bisschen auf der Kante, dass wenn es rausläuft oder runterläuft, nicht zur Farbseite runterläuft, sondern nach hinten. Weil es wird ja aufgesteckt, dann wird es eh nach hinten geschoben. Ein bisschen wackelig. Das sollte ein bisschen schneller gehen. Sonst, bis ich auf der anderen Seite bin, ist es trocken. Wie gesagt, da in Toilette sieht es ja richtig schön aus. Wo hinten entlang läuft. Der Spalt hat sich überall angelegen, gab keinen Spalt. Jetzt hier an der Wand, die Kuhn schief ist. Gucken wir mal, ich werde es trotzdem komplett eindrücken. Habe ich mir gedacht, besser als wenn ein großer Spalt übrig bleibt, den man voll mit Silikon machen muss. Das hier, wo ich euch gezeigt habe, ist ja die Zarge. Die musste ja schön senkrecht im Wasser stehen, damit die Türe auch richtig gut auf und zu geht und schließt. Und da muss man das halt dann mit Silikon zumachen. Ich hoffe, dass jetzt die Zierleiste dazu.
besser aussieht. Und da kein so ein großer Spalt ist, oder dass es hoffentlich nicht ganz so schlimm aussieht. Also jetzt sind wir fast rum. Ich habe es aber so hingelegt, dass ich es einfach mal aufstellen muss. Also ich habe mir was gedacht bei der Sache. Die alten Knie wollte ich nicht mehr. Jetzt sind wir es gleich. So, nicht schön, aber selten, wie es so schön heißt. Also. Jetzt richten wir das hier vorsichtig aus. Hoffen, dass es reingeht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Der Spruch passt zu jeder Baustelle. So, ein Stück weit ist drin. Den Rest machen wir mit dem tollen Designerhammer. Zu viel auf einmal gemacht, aber jetzt, was hier drin ist, ist der Riss weg. Also, wenn ich es nicht aufgenommen hätte, hätte es keiner gewusst. Aber man hat es gehört. Sieht wunderbar aus. Liegt gut an. Gut, ich zeige euch das kurz, was in die Hose gegangen ist. Und zwar war es hier. Hier weiter rechts, fast komplett drin, hier weiter drüben. Aber man sieht es nicht, aber man sieht hier. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zu arg auf die Kante geschlagen und dann habe ich das so ein bisschen reingekippt, weil es außen schon anlag an der Wand. Und hier ist ja nichts dagegen, da ist es ein bisschen verkippt. Und
Die Kante ist eingerissen. Da kann ich mir jetzt gleich was anhören. Mich ärgert es auch. Aber tja, jetzt ist es rum. Jetzt ist es schon passiert. Aber das kann man sich dann fürs nächste Mal merken. Oder für euch, wenn ihr sowas macht. Gucken, dass man das vorsichtig reinmacht. Hier ist ein bisschen Reim rausgekommen. Und ja, da oben sieht es aus, wie wenn es ein Riesenspalt ist, ist aber minimal. Das kann man aber alles. Sieht gut aus. Und Hauptsache, hier liegt es schön an, schön gleichmäßig. Und von drüben, so wie sich das angefühlt hat, ist genauso. Gut, also ein kleines Malheur ist hier bei der zweiten passiert. Kann man leider nichts machen. Und ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt noch seht, aber Begeisterung sieht anders aus. Gut, das war's. Weiß nicht, ob ich heute noch was anderes mache. Ich glaube, ich werde... Na klar, werde ich schon was anderes machen, aber das wird wahrscheinlich hier die Gurtwickler sein. Die sind alle noch nicht angebracht, bis auf das Gästezimmer, wo wir drin wohnen. Die sind alle schon an der Wand dran. Jetzt muss ich nur noch den Gurt hinmachen. Das mache ich jetzt gleich noch. Es wird aber wahrscheinlich wenig interessant werden und deswegen beenden wir das jetzt. Und ciao.